Traumfrisur. Für Lepa und Tanja ist die mindestens so schwer zu finden wie das perfekte Paar Schuhe. Ich habe halt eine helle Haut und deswegen trage ich immer blond und würde halt gerne eine neue Farbe ausprobieren, aber definitiv nicht rot. Mein Problem ist, dass ich ein breites Gesicht habe und deswegen halt meine Haare immer lang wachsen lasse. Und ich weiß halt nie, wohin mit dem Scheitel, ob rechts oder links. Der Trick, was das bloße Auge nicht sieht, rechnet der Computer Millimeter genau aus. Wir haben herausgefunden, dass der Scheitel genau auf der anderen Seite sein soll, also auf der linken, weil das Auge tiefer liegt, das linke als das rechte. Und die Nase, die tendiert nach links und darum sollte das Haar nach rechts fallen. Mit anderen Worten, Tanja hat sich bisher also immer in die falsche Richtung gestylt. Und was sagt die Computervermessung bei Lepa? Die linke Gesichtshälfte ist breiter als die rechte Gesichtshälfte. Ich werde mit Haarsträhnen ins Gesicht frisieren, damit es wieder schmaler wird. Folgende Partien werden dabei ausgemessen. Stirnansatz Augenbrauen, Augenbrauen Nasenspitze, Nasenspitze Kinnspitze. Diese Flächen sollten gleich groß sein. Sind sie es nicht, verändern wir es mit der Frisur. An dieser Stelle die wichtigsten Faustregeln aus der Kategorie Welche Frisur rettet mein Gesicht? Haben Sie das Gefühl, ein drittes Auge passt zwischen Ihren zwei Augen, können Sie ein volles Pony tragen. Wenn die Seitenhaare zum Augenwinkel hin, diese Fläche, sehr klein ist, sollten Sie die Haare aus dem Gesicht raustragen. Ist diese Fläche größer, sollten Sie die Haare ins Gesicht reintragen. Und genau das soll auch bei Lepa passieren. Die Haare werden bei ihr ins Gesicht frisiert, so wirkt es schmaler. Zusätzlich will Tan mit etwas hellem Make-up die Augen auseinanderziehen, damit sie einen Pony tragen kann. Der helle Lidschatten kommt ausschließlich in den inneren Bereich des Auges. Der Rest bleibt dunkel, um das Auge zu strecken und nach außen zu ziehen. Nach 3 Stunden ist das Umstyling abgeschlossen. Die Unterschiede sind deutlich. Beide jungen Frauen haben ganz andere Gesichter als vorher. Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es gefällt mir sehr gut. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen gewöhnen, halt wegen der anderen Seite, aber es gefällt mir richtig gut.